Natalie Volk feiert ihr großes Liebes-Comeback mit Frank Otto. Im Jahr 2015 lernt die Ex-Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin den Medienunternehmer kennen. Mit einem Altersunterschied von fast 40 Jahren dominiert das auf den ersten Blick ungleiche Paar die Schlagzeilen. Doch im November 2020 folgt das Liebesaus. Gleichzeitig bestätigt Natalie ihre neue Beziehung zu Timur. Das Model plant sogar, den Hells Angels-Rocker zu heiraten und Kinder mit ihm zu bekommen. Aber Pustekuchen, auch diese Beziehung geht vor 4 Monaten in die Brüche. Die einstige Castingshow-Kandidatin beweist, sie ist kein Kind von Traurigkeit. Nur wenig später macht sie ihre Liebe zu dem Jungunternehmer Samuel Levy publik. Aber auch diese Beziehung ist nicht für die Ewigkeit bestimmt. Natalie offenbart, ich wollte alles langsam angehen. Sammy bestand auf die Öffentlichkeit. Jetzt lässt die 25-Jährige die Bombe platzen. Sie ist tatsächlich wieder vergeben, und zwar an ihren Ex Frank. Natalie erklärt, wie es zu dem überraschenden Liebescomeback kommt. Ich habe gemerkt, dass Frank ein Mann ist. Ich möchte unserer Liebe eine zweite Chance geben. Ich liebe Frank so, wie er ist. Ich glaube nicht, dass man sich entlieben kann. Wir passen einfach zusammen. Er steht immer an meiner Seite. Obwohl Natalie und der Millionär ihre Beziehung beenden, hört der Kontakt zwischen den beiden nie ganz auf. Zum Beispiel gibt sie Frank direkt Bescheid, als sie sich von Timur trennt. Er soll es nicht erst aus der Presse erfahren. Weiterhin finanziert der 64-Jährige seiner Ex teilweise ihre Schauspielausbildung in New York. Natalie wohnt außerdem dort noch in einer Wohnung, die Frank ihr schenkt. Jetzt gibt die Ex-Dschungelcamperin preis, sie holt auch ihre Sachen aus Franks Villa in Hamburg nie ab. Dass das Paar wieder zusammenkommt, schließt Natalie offenbar nicht aus. Fans sind jedoch schockiert von dem Liebescomeback. In einer Promi-Flash-Umfrage geben 67,1% der Leser an, nicht damit zu rechnen, dass die beiden wieder zueinander finden. Auch die Kommentare sprechen für sich. Und er nimmt sie noch zurück. Unfassbar. Also wenn ich er wäre, würde ich das Theater nicht mehr mitmachen. Ich hatte irgendwas in dunkler Erinnerung, dass sie einen Kinderwunsch hatte und er nicht. Es scheint dann doch die finanzielle Absicherung wichtiger gewesen zu sein. Warum Natalie und Frank offenbar nicht voneinander loskommen, wissen aber nur die beiden selbst. Aktuell befindet sich die Beauty bei Frank und ihrer Mutter in Hamburg. Weiterhin wohnen möchte sie jedoch in den USA. Fans dürfen also gespannt sein, wohin ihre spannende Liebesreise noch hingeht. Und vielleicht sind sich Natalie und Frank jetzt wirklich sicher, dass sie zueinander gehören.